Phew! Diese Rüstung ist scheiße heiß! Im Namen des Königs, stirb! Bleib mal hoch! Oh. Das her! Los, los, kämpfen! War wohl nichts. Willis, Jumas Stellvertreter ist erledigt. Bist du sicher, dass es der Richtige war? Woher soll ich wissen, ob es der Richtige war? Mach ein Foto von ihm und schick es mir. Ich kletter hoch! Jawohl! Das ist nicht unser Mann. Der Kerl, den du suchst, überwacht Jumas archäologische Grabung. Ich sag dir was. Leg doch einfach jeden in dieser Gegend um, der aussieht, als wäre er für was Wichtigeres als Kloputzen und Tellerwaschen zuständig. Nichts ist amerikanischer, als alle zu töten und Gott die Details klären zu lassen. Ruf an, wenn du fertig bist. Kein Zeichen von Gale! Du willst also Verstecken spielen? Gale, du mieser Drecksack, komm raus! Leck dich am Arsch! Ja, ja. Dein Leben opfere ich dem König! Ja.
Ziel ist abgehauen! Hau besser ab, Gale! Ich hab Gale gefunden! Lass sie bluten! Kein Schritt weiter! Hunde wie euch fress ich zum Frühstück! Du wirst einen hübschen Fußabtreter abgeben!
eine der Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Hat einen Schlüssel dabei. Wir gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. In den Höhlen gefunden. Wenn ihr uns hören könnt, dann sucht da oben weiter. Sucht mal nach, ob ihr... Seht euch um. Ich will, dass ihr das ganze Gebiet absucht. Bedrohung neutralisiert! Leichen hatte einen Schlüssel dabei. Hier gehen die Orden aus. Ruf an, wenn der Kommandant tot ist. Macht sie kalt! Macht sie kalt! Zeigt es ihnen! Glaubst du, du überlebst das? Ich greife an! Erst da unten! Ich seh dich! Lass sie bluten!
Opfer! Sie haben es auf mich abgesehen. Ich mach mich mal rar. Was? Warten Sie. Wie soll ich denn hier wieder rauskommen? Werd nicht ranzig, Butterblümchen. Ich komme, wenn du fertig bist. Weißt du überhaupt, wie man damit schießt? What the fuck?
wird immer schwerer, mit den Leuten zu kommunizieren. Scheiße, ich hab ihn verloren!
viel zu leicht. Gewinnt die Schlacht, gewinnt den Krieg! Sieht nach Gefahren absuchen! Los! Ihm fehlt auf uns! Wir müssen ihn finden! Hier liegen Gefallene! Gatchan! Hier sind noch mehr Gefallene! Hier sind noch mehr Leichen! Seht euch um! Hier ist doch was faul! Das Ziel ist in Sichtweite! Da steht jemand auf uns! Macht sie doch! Er ist unter uns! Deckt sie auf! Feind gesichtet! Vermutlich versteckt er sich. Sucht nach ihm! Ist angekommen! Genau so! Weiter geht's!
ein Krieger? Du bist ein Witz! Eine Sekunde. Hast du ihn? Ja, ich hab ihn. Gut. Ich komm rüber und hol dich ab, wenn ich mit dem Frühstück fertig bin. Du glaubst gar nicht, wie schwer es ist, in dieser Gegend Speck zu finden. Hol es out. Danke für den turbulenten Flug, Butterblümchen. Sobald ich noch eine Spur zu Yuma finde, melde ich mich. Wenn ich dir einen Rat geben darf, AJ, wenn du mal was aufstechen musst, lass einen Profi ran. Egal, wie selten solche Profis in dieser Gegend auch sein. Wusstest du, dass ich wegen deiner Mutter einer ganzen Klasse das Medizinstudium in Singapur bezahlt habe und sie kam nie zurück? Kannst du dir so viel Undankbarkeit vorstellen? Tja, Paul hat sich um ihre Familien hier in Kyrat gekümmert und ich ließ meinen Einfluss in Singapur spielen, spürte sie auf und fand für jeden von ihnen ein passendes Ende. So befriedigend das auch war, jetzt muss ich mir Sachen selbst aufstechen. Gary! Bring mir endlich die Gase und das verdammte Desinfektionsmittel! Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Hat das Öl gewechselt? Zeig mir, was du kannst! Ja.
warte! AJ, gutes Timing. Ich packe gerade. Das ist er, mein letzter Job für dich. Du bist an der 10-Yard-Linie. Steig ein. Schmeiß ihn nicht weg. Ich habe einen Eimer Kaffee getrunken, die werde ich noch brauchen. Oh Mann! Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen und die ist nicht schön. Dein Vater wollte deine Mutter töten, weil sie sich von allem abwenden wollte. Vom goldenen Pfad, Kyrat, der Sache. Was? Fakt, deine Mom war Hakuna Matata oder wie immer sie die kleinen Mädels nennen. Fakt, deine Mom hat Pagan bespitzelt, obwohl sie den Typen mochte. Fakt, dein Dad war Patriot und es gibt keinen Patrioten, der kein Hurensohn ist. Und was den Rest angeht, noch einer von Yumas Stellvertretern muss weg. Erledige das! Mit dem Messer auf oder was du gerade sonst zur Hand hast. Yuma wird die Botschaft verstehen. Will is out. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Ich brauche die Leiche intakt. Kugeln und Sprengstoffe richten zu viel Schaden an. Du musst ein Messer nehmen. Zeit für etwas gute alte Handarbeit. Warum brauchen Sie die Leiche intakt? Oh, ich will dich nicht anlügen. Alles sauber.
ihn mit dem Messer auf. Oder was du gerade sonst zur Hand hast. Yuma wird die Botschaft verstehen. Win is out. Das war kein Witz, dass du dein Opfer aufschneiden sollst. Oh, ich will dich nicht anlügen. Ich hab das Foto. Sehr gut. Wir treffen uns unten. Genieß den Abstieg. Ich bin den Schneelen. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Das Ziel eliminiert? Ja, hab ihn erledigt. Nehmen wir uns jetzt Yuma vor? Steig ein. Betrachte diese Info als letzten Gehaltscheck. Du hast die ganze Zeit über CIA-Agenten getötet. Wir räumen auf. Pagan stellt keine klare und akute Bedrohung mehr für Amerika dar. Deshalb mussten wir unsere Spuren hier verwischen. Du hast einen verdammt guten Job gemacht! Also war alles, was Sie sagten, gelogen? Was ich über deine Eltern gesagt habe, das war die Wahrheit. Was ich dir über Yuma sagte, frag sie einfach selbst. Was haben sie denn vor, Mann? Sorry, Kleiner, aber wie gesagt, jeder Patriot, den ich kenne, ist ein Hurensohn. Er
Er hat noch den Sack auf dem Kopf und kann er atmen? Hast du wenigstens Löcher reingemacht, damit er nicht erstickt? Hallo? Haben wir unsere Zeit mit der CIA genossen? Willkommen in Durgesh. Ich entschuldige mich für die spartanische Unterbringung, aber du warst ein undankbarer Scheißkerl, oder? Hast mit dem goldenen Pfad rumgemacht. Und der arme Paul? Bist du noch sauer wegen dem, was er mit deinem Äffchen gemacht hat? Wie hieß er noch? Dampfhahn? Darmkamm? Dummschwan? Ho, Jitna. Tut mir leid, dass du warten musst. Aber ich will ihm den Einstieg erleichtern. Yuma, du willst dem Burschen das Gehirn fegen? Vielleicht etwas Zucker auf dein Shit-Sandwich? Wen interessiert's? Du hast ihn gesehen, er atmet noch. Und jetzt verschwinde, ich hab zu tun. Fein, fein, fein. Aber ich will ihn lebend. Mit allem, was zählt, noch intakt. Noch eine Sache. Nun, AJ, ich weiß, das wird schwer. Aber stell's dir als harten Sex vor. Knastsex. Immerhin hast du eine Suite mit einer spektakulären Aussicht. Und als allerletzten Rat noch, ich würde nicht zu nah an der Kante schlafen. Wie du willst, Liebes. Auf den Boden. Warum? Auf den Boden, sagte ich. Ich liege doch schon. Was machst du? Was ist das? Was war das?